Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge bei Crusader Kings 3 im Ironman-Modus von unserem mit unserem König Kuno, dem Herzensbrecher von Tirol. Jo, wie schaut's hier aus? Unser Tirol vergrößert sich stetig. Das ist alles wunderbar. Und wir sind aktuell in zwei Kriege verwickelt. Einmal sollen wir hier den Befreiungskrieg mit durchdrücken und einmal auch die Grafschaft von Brescia, so will der sich jetzt mitholen. Das ist für uns schon vorbei. Wir haben Brescia jetzt, das ist eine Situation, unglaublich, also ja, da machen wir jeweils nichts mehr. So. Aber jetzt haben wir ja unsere Domänenschwelle wieder überschritten. Und wir haben noch einen Sohn, der noch nichts bekommen hat. Das ist der Wilhelm. Der soll natürlich jetzt auch was bekommen. Der bekommt gleich Brescia. Der ist jetzt unser Vasall geworden. Da haben wir hier die drei Ältesten. Und die anderen sind ja Töchter. Die Prinzessinnen. Okay, da kann man wahrscheinlich ein Bündnis aushandeln. Werden wir natürlich gleich mal machen. Die Bande ändern wir nicht. Und es ist ja jetzt das Gute gewesen, dass wir hier ja gegen die Lombardei vorgegangen sind. Die sind ja nicht im Heiligen Römischen Reich. Und so können wir jetzt gleich wieder den nächsten Krieg anstrengen gegen den Kaiser selbst. Das ist doch schon mal gut. Natürlich die Frage jetzt, wohin geht's? Hat man nicht noch St. Pölten auch? Aha, das wäre der Graf Heinrich. Jetzt können wir aber zuerst mal noch am Vorzug freischalten. Die Unglücksritter, Söldnerarmwerbekosten minus 30%, falls wir mal Söldner brauchen. Wir haben jetzt ein bisschen Geld. Da haben wir jetzt nur mehr einen einzigen Anspruch und das sind die vom Graf Heinrich. Er hat über 2000 Leute schon. Wenn wir ihm das jetzt holen, dieses St. Pölten, dann wird er besser, aber warum nicht? Wir brauchen ja selbst keine Domänen mehr. Können wir nicht mehr bekommen. Dann werden wir gleich mal starten. Unseren Sammelpunkt wieder verlegen. Ich sage ja, jetzt geht Schlag auf Schlag. Und wenn wir hier durch sind, können wir vielleicht gleich unten weitermachen. Aber zuerst, da hat er jetzt Augsburg. Das wäre dann unser nächstes wieder oder unser übernächstes Ziel. So, das schauen wir jetzt mal. St. Pölten. Graf Heinrich. Gut, kostet hier schon einiges, aber warum nicht? Hat er jetzt 9.500 Leute, wir 12.000. Werden aber vermutlich gleich wieder unsere Verbündeten dazu holen. Die hat 8000 Leute, holen wir. Holen wir jetzt mal nicht. Und 13.000. Das ist unser Julian, den wir immer gern mal holen. Hier heben wir unsere Leute aus. Dauert jetzt etwas länger. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. So, aktueller Stand. 35 gegen 13.000. So, das sind hier die Kämpfer. Das sind hier die Belagerer. Dauert noch einige Zeit, so sei es.
So, die stehen jetzt. Schauen wir noch mal. Das können wir wahrscheinlich hier dann drauf gehen müssen, oder wie schaut's aus? Jetzt hier unten aus. Können wir hier mal drauf gehen vielleicht, wenn wir es noch schaffen. Der hat ja noch 0 Leute. Ich schätze mal, wir werden es nicht schaffen. So. Das haben wir jetzt jedenfalls mal, St. Pölten. Machen natürlich fleißig weiter. Hier kommen unsere Verbündeten. Die Eugenia wird erwachsen. Jetzt muss man natürlich für sie auch einen schönen Partner suchen. Ja, der natürlich auf keinen Fall. Sollte schon ungefähr was sein. Kerngesunden. Ah, okay. Wie immer habe ich das vergessen. Der Popo von Habsburg. Bucklig und Wohlgestalt. Ob das was wird, wir werden es sehen. Ausgezeichnet. So. Ja, das geht jetzt nicht ganz so schnell. Da hauen die jetzt ab. Werden wir die noch schnappen? Nee, das können wir nicht schnappen. So, diese Belagerung haben wir gewonnen. Jetzt mal eben mal schauen, gleich zu stoppen. Gehen wir hier mal mit rauf. Bleiben aber hier im Geschehen. Die haben da ab, das ist jetzt, das ist nicht so gut, da holen wir uns Brescia wieder. Werden wir mal sehen. Nee. Verluste wollen wir keine. Weil er will unbedingt da unten rumlaufen. Da will ich mir die da unten ran. Dann soll es so sein. Kärnten wird belagert. So, was ist da los?
hoffen wir jetzt, dass unsere Verbündeten kommen natürlich mit. Sehr schön. Ist immer schlecht, da zwei so Schauplätze zu haben. Zwei Kriegsschauplätze. So, das haben wir jetzt auch belagert. Genau. Okay. Jetzt da drauf. Ja, ja. Ah, jawohl. Augsburg. Ganz klar. So, das ist jetzt mal erledigt. Ihr behaltet den umkämpften Titel. So sei es. Dann haben wir das jetzt schon mal. Das haben wir jetzt mal. Die gehen jetzt mal hier mit rauf. So, dann ist das schon mal durch. Dann haben wir jetzt zumindest nur noch ein Dynastievermächtnis. Meinung mächtiger Vasall plus 5 und mächtiger Vasall Steuerbeitrag plus 10%. Sehr schön. Da tut sich hier was. Hat den Vorzug freigeschaltet, delegierte Autorität. Sieg. Ja, da haben wir natürlich, da waren wir klasse. Da waren wir klasse drauf. Die haben auch einen Ritter verloren. So, und die Tochter Sarah hat ein Kind zur Welt gebracht. Einen Seeburg, sagen wir aber. Könnte es nicht eine Seeburg, lieber eine Anna. So, diese Belagerung haben wir auch gewonnen. Brünn. Die Scheunen haben wir gebaut. Schade, dass die Schlachten nicht zählen. Vielleicht können wir dann hier mal raufgehen und direkt auf den Kaiser. Also die Verbündeten sind da sicher mit dabei. Die sind da etwas schneller noch als wir. Ja gut, ist natürlich auch andere Festung. So, 6. Da sind jetzt durch. Und da bloß 1. Ja. Aber das haben wir hier auch gleich durch. Ist es Liebe? Ich kann mich kaum noch daran erinnern, wie mein Leben war, bevor Anna ihre Gefühle gestand. Genau, die Anna. Ich bin dein Anna, jetzt und auf ewig. Da wird Seelengefährtin. Eindringling, ein Poltern. Ich, wo bin ich? Was geschieht hier? Ich schaue ins Dunkel und warte, bis ich etwas sehe. Da mache ich jetzt auf jeden Fall mal einen Screenshot. Da ist jemand an meinem Schlafzimmerfenster. Ich stolpere aus dem Bett
und greife nach dem Dolch. Geht es euch gut, Kuno? Am Fenster steht niemand. Oh, da hat er hier schlecht geträumt, wahrscheinlich. Da hat er schlecht geträumt. Ein flauschiger und exotischer Teppich, ein weicher Teppich, farbenfroh und flauschig, erreicht mich als Geschenk von Norbert. Ich weiß nicht, warum er mir derart ausgezeichnet ist, ist er doch edle Webkunst. Ja, ein flauschiger und exotischer Teppich. Tja. Wenn er uns einen Teppich schenken will. Brünn haben wir besetzt. So, und jetzt gehen wir hier mal rauf. Schauen wir mal. Oh, da verlieren wir viel. Stopp, stopp, stopp. Da müssen wir so raufgehen. Da müssen wir auf jeden Fall da den Umweg machen. Bande ändern wollen wir nicht. Das können wir hier auch mal ausschalten. So. Genau, nur dass wir hier keine Verluste haben. Ja, es tickert natürlich das schon langsam nach oben, aber für meine Begriffe doch sehr, sehr langsam. Dadurch werden wir jetzt mal hier versuchen, den Kaiser direkt zu erreichen, wenn er hier schon zu Hause ist. Genau. Nur nach Möglichkeit Verluste vermeiden. Das ist hier wieder was anderes. Da stehen noch Armeen. Die besetzen hier das. Okay, dann geht's weiter. Zwischendurch kann man mal wieder zum Kaffee greifen. Hier in Berlin. Hier dann starten. Oder können wir? Da können wir hier neu rangehen. Da haben wir ja hier nochmal 8000 dabei, oder wie viel sind es? Oder mehr sogar. Dann sollte man das hier ohne Probleme belagern können. Mit etwas Glück. Vielleicht den Kaiser festnehmen. Da haben wir Verluste. Eine kleine Armee steht auch da. Strategische Sackgasse. Ich sitze mit Prinz Ludwig und Graf Edzo am Kartentisch und bespreche mit ihnen die Strategie im laufenden Krieg. Ludwig schlägt mit der Faust auf den Tisch. Und fordert lautstark, dass wir einen direkten Sturmangriff auf den Feind durchführen. Ja, das mache ich ja. Edzo murmelt nervös vor sich hin, dass wir das... Ja, ich wird hier eindeutig die richtige Idee, weil so ist es. Wir gehen hier drauf. Eine Ida hat unsere Tochter zur Welt gebracht. Ach, das Bündnis mit dem Julien ist ausgelaufen, weil er tot ist. Der Julien. Sein Sohn. Ich werde mein Bündnis aushandeln mit dem Sohnemann. Wunderbare Neuigkeiten. Das war nur einer.
Sehe gerade wieder mal, dass die 20 Minuten durch sind. Wir halten es aber so, wie ich die letzten Male gemacht habe. Ein Krieg wird hier abgeschlossen. Hoffen wir jetzt auch. Kaiser ist zu Hause, dass wir den jetzt gleich festnehmen können. Damit wäre es dann erledigt, das Thema. Erpressen. Sei gegrüßt, mein imposanter Lehnsherr. Ich bedauere, dass es so weit kommen musste. Ja, unser Sohn, ich weiß alles über euer Geheimnis. Ja, der weiß wieder mal alles. Das ist ja eigentlich das. Das können wir uns dauernd erpressen. Kindesabstammung. Ritterliche Übung. Das Scheppern der Rüstung, das Klirren der Schwerter halte ich meinen Ohren wieder. Also ich werde ihnen wird ein wenig Rast gewährt. Heute reiten wir ins Feld. So, ritterliche Übung, ein Blick vom Hügel. Garibald schaut auf die Schlammfelder. Da erhalten wir hier nochmal einen Vorzug, ein präziser Stoß. Jawohl, das Donner der Hufe, das mich umgibt, die Schreie der berittenen Krieger, ihr unaufhaltsamer Ansturm, ich reite an die Spitze, es wird sich wie der Rausch des Sieges anfühlen und genau so ist es. Stopp! Nämlich wir erhalten, besser gesagt, der Graf Heinrich von Regensburg erhält Krems, Horn, Haugsdorf. Forderung erzwingen, so sei es. Gleich mal alle auflösen. Und natürlich jetzt mal die Folge beenden. Ich freue mich schon auf die nächste, bin schon gespannt, wie es hier weitergeht. Wir werden sehen. Bis dann. Tschüss.